Einen wunderschönen, liebe Paul Jäger, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Paul World zusammen mit dem Istra. Hallo. Hallo. Ja, wir sind ja natürlich munterfröhlich fleißig in Gange und machen und tun und nehmen euch hier wieder so ein bisschen mit. Und ich glaube, wir brauchen bald neue Kisten, wenn das so weitergeht, wa? Ja. Mal gucken, was der Kistenstand überhaupt sagt. Und wir haben noch ungenutzte Technologiepunkte. Hoppala. Jetzt haben wir denn zwei Stück. Hier, Foxpax-Geschirr würde ich auf jeden Fall haben. Aber wir sollten die nicht neben den Werkbänken bauen, so viele. Die Kisten, meinst du? Ja. Ja, nee, nicht unbedingt. Weil irgendwie fühlt sich das nicht gut an. Pack mal eine neben dem Holz. Das machen wir. Wir haben bis jetzt leider noch keine Tiere, die uns Holz abbauen, aber du warst ja schon fleißig. Vielleicht. So ein bisschen. So minimalistisch. Vielleicht. Ein bisschen. So, wir wollen eine Statue bauen, wollen wir jetzt. Wo immer es sie gibt. Hier, Statue der Kraft. Die wollen wir bauen. Wo bauen wir die denn mal am dümmsten hin? Ich würde sagen, die bauen wir hier vorne links ans Häuschen mit dran. So, als Ziele für den Eingangsbereich. So, da prügeln sich auch direkt die Nächsten drum, dass sie es aufbauen können. Oha, 47 Sekunden, 27 Sekunden. Ich fasse auch noch mit an, 17 Sekunden. Das kriegen wir hin. Das schaffen wir doch, das schaffen wir doch. Chaka, du schaffst. Ja, ja, und. Basinga, Statue fertig. So, jetzt können wir hier mit eigenen Fähigkeiten verbessern, Fanggeschick erhöhen. Dadurch, dass wir diese komischen Statuen, die überall verteilt liegen, aufgesammelt haben. Und zack, Lager gleich erhöht. hast Lager gleich größer gemacht, ja? Ja, ich habe auch schon ein Bett vorher gebaut. So, ein Zerkleinerer, ein Steinbruch und ein Holzfällerlager. Ich glaube, das musst du machen. Aber wie so ein Holzfällerlager hast du hier vorne schon gebaut? Er hat es außerhalb des Kreises gebaut. Reiß es ab, baue es neu. Kann ich nicht. Ey, warum nicht? Level nicht ausreichend. Weird Talk? Mhm, brauchen wir Level 7 für. Ich habe Level 6. Was? Ja, stell dir vor. Nicht dein Ernst. Aber sowas von. Man braucht zum Abreißen auch Level? Achso, nee, zum Abreißen nicht. Ich kann es sagen, reiß ab und baue neu. Kannst halt nicht neu bauen, weißt du? So, Ach so, es ist außerhalb. Lol, hab ich gar nicht drauf geachtet. Paliumbruchstücke, 8 von 10. Das sollten wir ja wohl relativ zügig haben hier. Pass auf, wir rennen mal los, holen mal Palium. Und dann bauen wir mal so eine Pet-Ausrüstung, weil ich würde ganz gerne ein Feuerviech mitnehmen. Und das als Flammenwerfer haben. Ich glaube, das ist eine sehr witzige Idee. Ja. Klingt auf jeden Fall so. Gleich mal ausprobieren, wie der ganze Bums hier funktioniert. Also dieses Spiel, ich finde, das ist so ein bisschen, ja, nicht, ist das selbsterklärend? Kann man das selbsterklärend nennen? Ja, ein bisschen. Auf jeden Fall. Also es hat jetzt nicht so einen extremen Schwierigkeitsgrad, finde ich. Besonders wenn man zu zweit irgendwie macht. Wasser macht Wasser, ne? Also. Keine Ahnung. Ist jetzt nicht sonderlich schwierig. Nö. Abgesehen von einigen Viechern, die dich einfach one-hit wegklatschen, aber sonst, hey, ich meine, du bist ein Mensch und die sind halt anders. Monster. So, das Ding steht wieder. Sehr schön. Mission läuft. Holzfällerlager ist auf jeden Fall schon gebaut. Oh, ich hab Hunger. Ich nicht, ich war heute griechisch essen. Sehr schön, so. Was brauchen wir denn? Leder brauchen wir, Palium und Feuerdüsen, okay. Hey.
Hi. Der steht hier auch schon. Okay. Reißt mir meinen einfach wieder ab. Ich, ja, okay, also, upsi? Okay. Verdammt, ich hab das nicht gesehen, dass er da schon stand. Ist gut. Macht ja nicht. Ja, dann machen wir es mal ganz klassisch und machen Stein an Stein, wa? Also, hier so. So, Foxpacks nehmen wir mit. Pengulett lassen wir hier, dann haben wir nämlich noch einen frei. Und du begleitest mich bitte. Wie viele Pokébälle habe ich noch? 4 Stück. Hey, soll ich dir was zeigen? Gleich gerne, warte. Hallo? Leicht bisschen buggy, das ganze Holz fehlt, ja super. Ja, Holz haben wir zu wenig. Ich sage, es fehlt ein Viech, mit dem wir Holz abbauen können. Definitiv. Wird langsam Zeit. Ja, ich hab schon geguckt, aber irgendwie ganz gefunden. Ja, oder ich muss gleich nochmal auf die Reise gehen, weil da hinten lag schlafenderweise so ein Hirsch. Ja, so ein Hirsch? Cool, da komme ich mit. So, dann haben wir davon jetzt. Haha, erster. Ach, verdammt. Wir hatten nochmal 2 Werkbänke, wo ist die andere eigentlich geblieben? Ich hab die gerade weggemacht, weil die ewig auf die Kiste gegangen ist. Ja, vielleicht sollten wir da doch ein bisschen mehr Luft zwischen lassen. Ja. Kommt ran, bau da auf. Oh, Level up, Level 7, dankeschön. So, und du machst mir mal bitte... Ja, wir brauchen neues Palladium, okay. Fliegt ja zum Glück hier überall rum. Das ist ja das Schöne, man muss nicht kilometerweit laufen, wenn man in irgendeiner Art und Weise ein paar Ressourcen braucht. Stimmt. Diese komischen Dinger sind ja irgendwie überall so verteilt. Am Wasser. Ja, finde ich super. Voll. Ist jetzt so ein... Geil. Weiß ich nicht. Erdnussriegel, Gedöns. Ach so, in echt? Ich dachte, in-game isst du irgendwas. Ja, in-game habe ich auch Hunger, aber... Naja. Egal. Aber weißt du, da hast mich sowas von überzeugt. Ich habe noch so viel Schokolade von Weihnachten über. Dann gönn ich mir direkt mal ein Stück Schokolade. Oh, Schoki ist toll. So, dann haben wir zumindest ein paar mehr Paulsphären mit. 12 Stück sollten reichen. Ach so. Soll ich dir was zeigen? Na? Stimmt ja, der war ja tot. Im Moment habe ich ja... Wo bist du? Da. Hier. Ich bin doch mal die Feier. Im Moment habe ich... Im Moment habe ich ja ihn draußen. Ich hab ihn ja auch. Aber... Ich kann auch einfach den rausholen. Den kleinen Nightwing. Und dann bleibt der hier an meiner Seite. Ah. Träumchen, würde ich sagen. Aber... Oh nein. Ich hab Box lieber bleiben. Ich mag Gox. So,
Sorry, Gox, wenn du das hier siehst, tut mir echt leid. Konntest du jetzt gerade nicht sehen, ne? Aber ich habe gerade kommentarlos ein Däumchen nach oben gegeben. Oh, cool. Weil, Gox ist Steinesammler. Oh, Mann. So, gut, okay, warte mal, in welche Richtung müssen wir denn? Ja gut, ich habe die Schnellreisefunktion fürs kleine Dorf schon, ne? Aber wir laufen zu Fuß darüber, sorry. Alter Falter, da direkt einmal abnibbeln hier. Ich komm mit. Aber willst du echt in der Nacht nur? Nö, wir legen uns ins Bett und schlafen kurz. Cool. Wo sind die Betten? Welches ist das Sympathische? Ja, bei deinen Oberschenkeln immer das Rechte, das Stabile. Oh. Mist, geht nicht. Alles klar, cool. Ja, absolutes Träumchen, dann können wir aufbrechen, würde ich sagen. Haben wir alles, was wir brauchen für unterwegs? Ja. Wo schmeißen die Bären eigentlich rein? In den Futtertrog. Lol. Eigentlich wollte ich nicht. Ja, normal. Die brauchen was? Ich sag gerade, ich wollte nicht hochheben. So, gut. Wo bist du? Er ist natürlich schon vorgerannt. Du hast doch gesagt, wir wollen los. Ich warte hier vorne am Tor, Mann. Er ist direkt so. Tschüss. Er hat leider nur 20 Pfeile. Echt? 20 da Giftpfeile? Sind sie. Hier, die brauchen wir. Ich bin auf dem Weg zu dir. Brauchen wir. Hast die Hirsche gefunden, ja? Weg, ja. Aber die sind so schnell weg. Da kommst du überhaupt nicht hinterher. Außerdem sind das immer vier. Ist ja widerlich. Warum ist er aggressiv? Hallo? Ach, der ist gar nicht auf mich aggressiv. Der ist auf dich aggressiv. Auf nur dann. Tut mir echt leid, ich darf jetzt leider nicht schießen, mein Gott, ich will ihn töten. Alles gut. Nein! Nein! Manno. Und es war so gut. Oh, ich hol den nächsten aus dem Wasser raus. Au! Jetzt hast du Arschkarte, jetzt bist du tot. Oh mein Gott! Gerade noch gesnackt, Alter! Nein! 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 Ich krieg ihn nicht! Komm schon! Gott! Nimm Gox da weg! Geht nicht! Das ist schlecht! Tötet der dich! Jo, Ada! Ja, genau deswegen! Ja, jetzt versuch du dein Glück! Super! Au! Boah, Alter! Die sind einfach viel zu stark! Ja, ich nehm Gox rein. Das bringt nix. Der macht zu viel Damage. Ich wollte gerade sagen, der nascht ihn nur auseinander, ne? Dann nehme ich ihn hier. Mit ihm müsste es besser gehen. Daneben. Geh weg. Du kannst sie übrigens mit STRG ausweichen, ne? Ich wollte es ja nur sagen. Aha.
Gut, dass du das erwähnst. Nee, ne? Das ist... Deswegen sag ich doch, das ist unmöglich, wenn du so viele Viecher draußen hast. Aber du brauchst die Viecher halt auch. Weil sonst greifen sie dich die ganze Zeit an. So, jetzt hole ich ihn gleich rein. Komm schon. Nein! Jetzt hole ich ihn gleich rein, sagt er, klatsch weg. Ach Mann, ey. Brauchen wir dafür eventuell die besseren Pokebälle? Eigentlich auch nicht. Nein, eigentlich nicht. Aber guck mal, welches Level wir brauchen für die Grünen. Also das können wir sowieso so erstmal knicken. Ist natürlich ein Argument. Oh, ich habe meine Werte noch gar nicht erhöht, sehe ich gerade. Oh, hier liegen Pfeile. Cool. Oh, hier sind Wilderer. Cool. Wilderer? Oh. Mhm. Also greift die nicht an. Ah. Nee, aber dieses Elektroteil will ich haben. Hm. Oh, hat sich erledigt. Hm. Ich sehe das. Lol. Nein! Ohne Kiste. Ja, was ist denn hier, Hübsches? Ich hab das Schwein. Und ich hab keinen Schlüssel. Oh, eine Höhle. Ich hab das Schwein. Ein Dungeon? Wollen wir einen Dungeon betreten? Nee, danke. Nee, danke? Nee, danke. Der Boss hat nur Level 13. Ja, okay, komm. Zu zweit, komm. Danke, Rainer, Ali. Hüpp. Dungeon betreten. So, Freunde, wir betreten das erstmal ein Dungeon. Geil. Schauen wir mal, wohin die Reise so geht hier. Auf jeden Fall, nach wird geladen. So viel steht fest. Genau das gleiche habe ich auch gedacht. Oh Gott. Okay. Moin. Ja, also dafür habe ich auf jeden Fall keine Pfeile. Lol. Ja gut, das ist natürlich jetzt sehr lecker. Schön von hinten ins Kreuz. Wo müssen wir überhaupt hin? Ach, hier hinten. Da Schwefel gefunden. Hier sind die großen Dinger. Oh, geil. Die nehme ich aber mit. Die großen Palladium-Teile. Große Brocken. Aber wieso klappst du da eigentlich mit der Hand drauf? Warum hast du keine Axt? Ich habe eine Axt. Eine Spitzhacke? Eine Hand. Achso, sah so aus, als hättest du da gerade in der Hand drauf, mit der Hand drauf rumgetrümmert. Klar, immer. Ich bin Hulk. Alter Falter.
Ja, hier kommt doch ordentlich Paldium raus. Da kommt auf jeden Fall gut was zusammen. Müssen wir das wahrscheinlich erstmal nicht mehr farmen. Jetzt hacken wir auf Paldium, danach hauen wir den Boss um. Da-dum, Schwefel, aber das brauchen wir eigentlich noch nicht. Kam hier vielleicht, das sieht so golden aus, kam hier vielleicht was Besseres raus? Ach nee, das ist Erz. Okay. Erz wiegt einfach nur übertrieben viel. Ah ja. Überlege, ob ich schnell mal eine Werkbank hier hinsetze. Oh, ich habe nur 6 Holz, das hat sich erledigt. Was ist er denn? Ein Futtler. Naja, wenn er uns nicht angreift, dann. Er ist Erde. Er könnte Holz machen. Oh Gott! Wenn ich die Aggro habe, ist er in Ordnung. Komm schon. 30%. Nein! Jo. Nein! Da waren die Lampen bei ihm aus. 30%, dann wird's schlagartig dunkel. Mhm. In welche Richtung müssen wir überhaupt? Hier, glaube ich, ne? Ja, hier sieht gut aus, hier waren wir noch rechts nicht. Rechts oder links? Links. Ich sag rechts. Ich geh rechts auf. Oh, hier steht einer. Ich komm zu dir. Das sieht ja cool aus. Ich meine, von der Grafik her, das Spiel ist echt geil. Sieht ja cool aus. Das ist schon geil gemacht hier alles. Mau. Greif ihn nicht an. Jetzt greift dein Vieh ihn auch an. Das wollte ich vermeiden. Ich hab mein Vieh jetzt zurückgerufen. Kilamari. Oh lol. Au. Ja, Gift. Okay. Bevor sie mich töten. Ja. Hart vergiftet, aua. Oh, was denn hier? Hallo? Ist hier jemand zu Hause? 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 Echo, hallo. Hallo. Ja, da fehlt echt noch so ein Soundboard, mit dem ich das einspielen kann. So, hallo? Und dann so ein röhrendes Echo hinten dran, weißt du? Das wär's noch. Ich kann ja was rühren lassen, aber das wäre anders. Wenn das auch so schallert mit Echo. Das wäre schon komisch. Oh, ich hab den Boss gefunden. Echt cool. Warte, ich komm gleich. Der hat aber richtig flinke Finger, da muss er aufpassen. Was? Du steht oben drüber, flinke Finger. Tanzi! Tanzi heißt er hier. Tanz aber richtig rund. Ich sammle gerade Bruchstücke. Bruchstücke? Ich frag für einen Freund, wo bist du denn lang? Rechts, links? Ich bin durch diesen großen Hall und dann rechts lang. Okay.
In so einen Raum, wo es ganz tief runter geht? Nee, warte, ich komme mal wieder zurück. Hä? Doch, hier hinten. Bist du. Ja, ja. Ach so, das meinst du mit runtergehen? Ja, ich habe das als große Halle gesehen. Als große Halle, wo du runterspringst und wahrscheinlich einfach instant tot bist. Genau. Hier ist der Boss. Da ist der Boss. Wo ist er denn? Da hinten unter dem Baum. Und jetzt, ich habe bewusst noch nichts gemacht, weil ich überlegt habe, vielleicht kriegen wir einfach diesen Affen rausgesnackt. Ja. Den Level 6er zum Beispiel. Ja. Ich hab den Falschen angeschossen. Nee, die greifen sowieso alle gleichzeitig an. Ja, dann ist auch egal. Aua, 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 aua. Nein! Schnell weg. Mal zurück. Wo ist er denn? Ach da. Okay, den kannst du angreifen. Jetzt hör ihn an. Vergiften! Na toll, ich hab dein Vieh angegriffen. Really? Ja. Ich hab daneben geschossen. Okay, jetzt habe ich getroffen. Jetzt ist er wenigstens vergiftet. Er ist vergiftet, er brennt. Wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit? Sag ich nicht. Ja! Arschloch. Er snackt sich das Ding da eigentlich weg. 7%. 7? 7. Alles klar. Deswegen wollte ich dir nicht sagen. Oh, hier sind zwei Truhen, für jeden eine. Ich habe einen Rubin und ein Offensivamulett gekriegt. Toll, Bauplan. Für was denn? Armbrust. Geil. Mehr können wir eh noch nicht bauen. Aber mit dem Bauplan? Ja, können wir eh nicht bauen. Weil die Materialien fehlen. Ich wette, das kostet so viel, weil es selten ist. So. Dungeon verlassen. Oh. Langweilig. Okay. Ja, cool. Der Dungeon war ja gut. Der Dungeon war super. So, angenehm. Schnell mal ein paar Bäume fällen und einmal ein paar. Ach du Hilfe! Na, das gucke ich mir jetzt an, ne? Wie war das, wenn er schwach genug ist, dann snacken wir ihn uns. Die sind wir nicht zu nah daneben, sonst macht er nicht mit weg. Ja, habe ich schon gesehen. Der macht so eine schöne Bodenwelle. Hm, nicht nur das. Wollte gerade sagen, zielt der Wilderer gerade ernsthaft auf mich? Ja, hat er. Da kam gerade eine fette Leiche von hinten. Ach, hinter uns sind noch mehr Wilderer. Ach du meine Güte. Ach du, wie viel ist alles voll? Sind nicht, ey. Wilderer Bildern. Ich versuche mal schnell hinter dir herzukommen. Mach mal nicht. Nein, er ist ausgewichen. Man mag es aber auch mit drauf zu schießen, ne?
Naja, klar. Was das alles nur noch schwieriger macht. Verlassen. Hier war doch noch einer. Ich wähle dich. Was ist denn das für ein komischer Gaul da hinten? Moin! Du bist Level 2. Ach, du bist ja putzig. Oh lol, weg ist er. Ich hab keine Pfeile mehr. Ich auch nicht. Dabei habe ich den Werkbank da hingestellt. Ja, und dann kam die Wilder um die Ecke. Weißt du, ich habe mich entschieden zu gehen. Oh. Verstehe ich. Mal gucken, dass ich schnell ein paar Steine hier irgendwo finde. Weil die brauchen wir nämlich auch, um Dings herzustellen. Pfeile. Du, ja. Du nicht? Nee, ich brauch Gift. Achso, du machst wieder Giftpfeile, ja? Ich hab den Giftbogen. Ach ja, du hattest ja einen neuen Bogen wohl. Dabei, ja, ich meine, warum sollten zwei Leute mit dem gleichen Bogen rumlaufen? Nee, ist ja auch richtig. Schon wieder ein Ei gefunden, ne? Was möchte mir dieses Spiel sagen? Ich verpär meinen Eier. Sei froh, dass du überhaupt welche findest. Oh. Vielleicht das? Wer weiß. Unterschwellig gerade ganz schöner Arschschritt, aber nett. Tja. Haben oder nicht? Das ist hier die Frage. Oh, Steine. Endlich. Boah, okay, ich brauch doch Steine. Mist. Sehr schön. Ja, also die Werkbank steht hier vorne schon. Na, hier oben bei mir ist noch ein Haufen Steine. Okay. Wird gerade dunkel. Dunkel ist aber uncool. Mhm. Ich meine, ich habe zwar zweimal Wolle mit, aber... Du schleppst zu viel mit dir rum. Werte erhöhen. Hier, komm. Schleppst zu viel mit dir rum. Steine, wir brauchen mehr Steine. Oh, ich habe da hinten eine neue Statue gesehen. Rezept wählen hier, mach mal Maximum und Produktion beginnen. Das Schöne ist, dadurch, dass ich das eine Viecher mitgenommen habe, hilft es mit beim Produzieren. Das ist doch gut. Ja, ich aktiviere auch mal kurz hier das Ding. Beim Syndikat. Je mehr, desto besser, oder wie war das? Ach komm, ein Stück Schoki geht noch. Jeder muss ja seine eigenen Dings, ne? Ja, ja. Also, weiß nicht. Irgendwie ist das noch nicht so optimiert, finde ich. Alles noch nicht so optimiert, finde ich. Ja, ist noch verbesserungsfähig, ne? Komm, nimm ihn mit. Komm schon. So, zerkleinerer. Jawohl. Fange zum Freistalten einen bestimmten Paul. Na dann. Hallöchen.
Ich habe mal kurz ein Banditenlager platt gemacht. Hä? Und mir das Gefangene vorgeholt. Ah, oh, herrlich. Wenn das hier schon so doof rumliegt. Eigentlich wollte ich mich zurückteleportieren. Mist. Überlege gerade. Da kam eins aufs andere. Calciumquelle. Nein! Ach man, tötet es doch nicht. Ich hasse es. Oh, Alter, warum habt ihr denn so viel Power? Ja, ich hab keine Ahnung. Jawoll. Nice. Aber wir haben immer noch keinen. Obwohl, vielleicht habe ich ja doch eins. Muss mal kurz gucken. Muss mal kurz zum Laden. Level 11 Chilit. Aha. So, brech mal ab den Baum. Ach du meine Güte. Wir haben zwei Schafe, glaube ich, draußen, ne? Ja. Hm. Wieso? Ich bin jetzt hier, ich bin jetzt gerade zurück und habe jetzt 33 Wolle. Ups. Wenn du M drückst und auf die Karte guckst, siehst du meine Markierung nicht gesetzt da? Nein. Über dir, mit dieser Bossmarkierung? Nein. Siehst du nicht, okay. Sehe ich nicht. Schade. Aber man sieht den Boss ja eh auf der Karte. Achso, nein, ich habe einfach nur eine Markierung gesetzt, um zu gucken, ob du das eventuell sehen würdest. Nope, sehe ich nicht. Schade, schade. Schade, schade. Der macht das leider auch nicht. Ach, Menno. Oh, er macht Holz. Der Affe macht Holz. Ja, geil. Ab mit dem Boss, Affenboss rein. Oh, geil. Und das Vieh, was ich gerade gefunden habe, packe ich auch rein. Weil das kann transportieren, helfen und Bergbau. Ehe. Passt. Ja? Achso, Kativa. Hier ist auch noch ein Dungeon, sehr schön. So, Schnellreise freigeschaltet. Was ist in diesem komischen Ding hier? Ich kann auf die Kiste neben der Werkbank nicht zugreifen. An Bosskampf teilnehmen? Nee, lass mal. Du kannst auf die Kiste an der Werkbank nicht zugreifen? Nee. Das ist nicht gut. Egal. Dann müssen wir sie da wegnehmen. Ja, am besten die Werkbank. Kostet nicht viel. Mal, wieso schieße ich eigentlich überhaupt nur mit Pfeilen, Digga? Kann ich mal einfach abwarten hier. So, back zurück. Ich pack die Werkbänke jetzt mal an die Wand. Oh Gott, gut ihr Lieben, aber ich würde sagen, dann beenden wir hier passenderweise die Folge nach 39 Minuten mal ein bisschen. Ups. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt dem Ganzen gerne einen Gaumen nach oben. Ein Gaumen nach oben. Gaumen nach oben. Alles klar. Ein Däumchen wäre natürlich besser und ein Abonnent für den Kanal. Eventuell, maybe, wenn ihr Bock drauf habt, um mich zu unterstützen. Und ja, wir sehen uns in einer weiteren Folge. Paul Wald. Tschüss.